Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Mythisch Plus Dungeon. Ja, jetzt haben wir die Straße von Travesch. Die nehmen wir uns mal hier raus jetzt. Und ja, rekursieren hier mal die Gegner und sowas. Bossmechaniken sind alle soweit klar. Gott sei Dank, wenigstens etwas. Und ja. Hier in dem Fall wird auch schön eingedenkt jetzt gleich. Wir sind hier auf jeden Fall bereit. Angriff Zaubertempo machen wir runter. Den Tank nehmen wir in Fokus. Das habe ich aber schon mal irgendwo gelesen. Es ist auch sehr schwierig im Moment in Gruppen zu kommen, muss ich leider sagen. Es gibt so Verrückte, die gerade 15er schon laufen, 16er, 17er und sowas. Und ja, ich bin halt jetzt, weil ich mit der Shokin halt sicherer bin als mit den anderen Klassen, bin ich halt so, dass ich mich knallhart einfach für die 15er und sowas anmelde. Klappt nicht immer, das ist jetzt nur ein 11er. In Anführungszeichen nur ein 11er. Aber es bringt ja auch schon ein Stück weit was für die Wertung auf jeden Fall, wenn man das noch nicht hat. Trasavech heißt sogar. Und ja. Dementsprechend sollte das Ganze ja funktionieren. Hoffentlich. So, ich stehe bei 69.000 Leben. Der Tank ist schon bei 121.000 Leben. Mal gucken, ob der schon irgendwas Neues anhat. Er hat sogar noch alte Sachen an. Ah, die Klinge ist neu auf jeden Fall. Bei 275 gab es so nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Da hat jemand aber den Schlüsselstein zu früh reingetan. Der Eintritt ist beschränkt. Ja. Gebt eure Waffen ab und folgt mir. Wir können doch sicher eine andere Lösung finden. Keine Einigung zu erreichen. Tötung autorisiert. Ja, dann müssen wir euch leider töten. Und die Tötung autorisiert ist. So, ich darf natürlich so gut wie keinen Angriff von denen durchgehen. Das ist natürlich klar. Ich fokussiere mich dann immer auf den, der casten kann. Der Caster ist derjenige, der am meisten nervt. So, jetzt hier auch wieder. Jetzt hat er gerade nicht wirklich viel. Oh nee, ich komme natürlich genau in das Ding rein. Ne? Okay, der ist wenigstens umgekippt. Wir haben wieder die Dinger frei und können voll aufbrechen. Es gibt auch manche Sachen, die kann man halt einfach nicht unterbrechen. Die muss man dann halt leider über sich ergehen lassen. So, was ist eigentlich den Buff, den wir dann kriegen? Kopfgeld, Vielseitigkeit. Oh, die Vielseitigkeit erhöht sich bei mir. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also umso mehr wir von den Viechern finden, umso höher ist dann auch alles andere, was wir, also die Vielseitigkeit in dem Fall. Mal gucken, ob das auch mit Tempo und so funktioniert. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich sehe den Buff das erste Mal. Aber lieber später zu nehmen, ne? Hütet euch. Wurdet für einen zufälligen Tod ausgewählt, ja dann. Gucken, wie der ausschaut.
aufladen alles. General Grievous für Arme. Ja, und Volltreff da. Gott sei Dank nimmt er mir nicht die Waffen ab. Ich hab jetzt gar keinen Bock drauf. Also er geht hin und wieder hin und klaut einem halt die Waffen. Gibt's den Fall halt mir nicht. Ich muss halt nur aus dem damit wegrennen, damit ich nicht irgendwo drin lande. Weil der mich da nämlich versucht anzuvisieren. Ja, die leben halt etwas länger diesmal. Jetzt ist natürlich auch einer gestorben. Überlebensjäger. Wo ist er hin? Da hinten. Schnell dem aus dem Gefängnis klopfen. Ach, hier sind inspiriert und den kann ich gar nicht. Kann ich leider nicht unterbrechen. Das ist halt der Nachteil an Inspirieren, da ist auch immer der Nebel recht bescheiden gewesen. Weil der Nebel nämlich endlos Gegner hat, die auch gerne einfach stehen bleiben. Also beziehungsweise viele, die heilen. Wenn dann der falsche unter Verschluss ist und man den nicht treten kann, dann hast du die ganze Zeit Heilung in der Gruppe. Das hat halt mega genervt. Aber auch das musste man irgendwie kompensieren und das hat funktioniert. Sonst gäbe es keine Gruppen, die hier, keine Ahnung, 30er Schlüsselsteine laufen. Und der braucht jetzt was länger, weil er irgendwie ein größeres Opfer ist. Machen wir mal Putte. Gerade hätte man unterbrechen können, aber die Finger schon nicht schnell genug waren. Ah, das ist immer so ein Zwischenmiss von denen. Deswegen brauchen wir auch immer was länger. Und jetzt hat der Tritt gesessen, sehr gut. Schon haben wir Vielseitigkeit um 6% erhöht. Für den größeren hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht, weil ich glaube, wir waren schon auf 5. Natürlich hier jetzt mit Erdbeben richtig beschissen. Ja, es ist auch wunderbar, dass sie alle in mich reinlaufen oder am Rand stehen bleiben.
müssen gleichzeitig down gehen. Wir werden auch immer langsamer, das sind wie die Kernhunde auch aus Molten Core. Okay, sind gleichzeitig down gegangen, sehr schön. Das zwischen die Augen reingehämmert. Also habe ich eigentlich die Akku von dem Vieh? Die Akku umgewälzt auf den Tank. Mal gucken, ob die Vielseitigkeit noch höher geht als mein Crit-Wert. Ach, da kann man noch einen rausholen. Gut zu wissen, merken wir uns, falls nochmal als Tank schmeckt. Genau, schon mal die triggern, damit er runterkriegt. Na, war Vielseitigkeit um 8 erhöht. Genau, falsch eingesetzt. Meine Fresse, bleib doch stehen, wenn du siehst, dass ich move. Ja. Okay, da war kein freier Platz. Zweimal getroffen war. War mir meine was ein bisschen mit die anderen noch auf, also für die dritte, die jetzt gleich kommt. Aus Bogen kommen gerade keine. Da sind die Kugeln schön einsammeln. Hier will ich noch alle einsammeln, solange ich den Debuff habe. Manchmal ist es halt wichtiger, keinen Schaden zu machen, sondern solche Dinge, solche Movement halt einzusetzen. Okay, der muss halt schneller fallen. Wäre nett, wenn da auch mal eingesammelt werden würde. Mal wieder mal seinen Slap mitgeben. Lauf.
irgendwann kann man da halt nicht mehr gegen anlaufen. Das ist mit unter anderem der pissigste Boss, sag ich mal. Also der Jäger stirbt verdammt oft. So, die zwei kannst du pullen, die musst du sowieso pullen. Ah, und wieder einer davon dabei. Hätte ich sehen können. Also ich faile nach wie vor hin und wieder mal. Der ist auch so ein Kunstbanause. Fängt uns an zusammenzuziehen und dann kriegen wir mehr Schaden. Da leiden wir Schaden. Das heißt, derjenige, der das Ding bekommt, muss dann am besten aus der Sichtweite von ihm gehen. Wie ich jetzt, so. Kann der andere stehen bleiben und ich kann hier durch sogar Schaden machen. Wusste ich gar nicht. Läuft. Ich hab den nicht gesund. Ich weiß nicht, warum der da jetzt gesund war. Ja, die Frage ist, holt er die raus? Lässt er die hier drin? Der lässt sie anscheinend hier drin. Geschickter, die rauszuziehen, weil dann kann niemand außersehen mit einem Schuss oder sonstigem den Boss außersehen zusammenhelfen. Bekommen. Nee, da muss ich keiner reinstellen. Ja, genau in den Postanweisungen das Ding. So, ich schmeiß jetzt so Koffer hier rum und die müssen wir wo abgeben? Da hinten. Auch hier wieder wichtiger, die Bossmechanik zu machen ab einer größeren
den größeren Stein, weil es halt nichts bringt, wenn man die Koffer nicht wegbringt. Ich muss sich da reinstellen und man kriegt einen Buff. Oh nein, ist das schon. Ich würde mal behaupten, nein. Instabile Waren. Jetzt kommt nämlich wieder der Koffer. Wohin? Wohin wollen die damit? Da hinten, okay. Wohin denn jetzt? Oh, da hinten. Okay. Ist natürlich, wenn man nicht sieht, wo man hin muss, dann ist das manchmal. Mumeme. So, Streitkräfte sind alle Dude. Dude. So, jetzt müssen wir uns das Ganze erhandeln. Und wir fangen wieder an zu bohren. Weil es ist immer noch so, dass die Wohnung, wo die Nachbarn ausgezogen sind, gemacht wird und der Zahnarzt auch immer noch. Wunder, oh Wunder. So, das ging jetzt schnell mit dem Passwort. Hier können wir uns noch mal ein bisschen Vielseitigkeit zusammenklauben. Hätte man eigentlich nicht mehr gebraucht, aber da steht jemand auf Vielseitigkeit. Nämlich insgesamt 11%. Ich glaube, nee, ist auch noch nicht überholt worden. 35%. Hier ist noch einer. Jetzt nehmen wir mal hier die Tuba. Tuba. Bin ich auch wieder. So, Position zurück. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt dieser Mega-Lag. Ich weiß auch gar nicht, was sie gegen meine Musik haben. Hat doch echt schöne Musik hier. Wieder auf Position. Und nein, ich habe mich immer noch nicht informiert, was momentan die beste Skill ist von der Shuriken. Ich glaube, im Moment ist es nicht so verkehrt, was ich hier mache. Ein guter Feuer wieder. Holen wir uns halt erstmal so die Wertung und dann können wir die 15 erlauben. Die vertrauen wohl keiner Schurken. Aber die haben viele Meta-Klassen genervt.
Und da muss man dazu sagen, die Schocken ist nicht darunter gefallen. Dann komm doch. Okay, man hört das Bohren Gott sei Dank nur, wenn ich spreche. Normalerweise kann man die Instrumente nochmal spielen. Ich glaube, ich habe den einen Moment, wo ich es nochmal hätte spielen können, voll verpasst. Wenn ich das erstmal. Jetzt werden die aber mit dem Bohren langsam ein bisschen unverschämt. Enthusiastische Vorstellung gesehen, Harvard. Noch eine überlebt mein Laden wohl nicht. Lecker Kaffee. Wir suchen verzweifelt das Lebenselixier. Die hinterhältigen Händel von Kartell So sind da lang oder hier lang? Hier lang. Meine Unterschrift ist euer. Wenn ihr und ja, ich hab das auch als Ratet. In meine Oase bringt. Entschuldigt unser Eindringen, Solea. Ich hoffe, wir stören. Alderlin, ist man nirgendwo folgen, drecksicher. Hört mir zu, Solea. Das Artefakt, das ihr sucht, bringt nur Leid. Ich muss irgendwas an der Kamera machen, weil ich gehe immer ein Stückchen weit vorne, nach vorne. Dann seht ihr mich nicht in meiner tollen Folge. Sterben, Feinde des Kartells, so! Gut, wir sind erstmal hier drin. Vielleicht portet er sich dann rüber. Dann müssen wir gucken, wohin genau. Oh. Okay, wir sollten nach Viereck gehen. Okay. Jetzt halt das Ganze jetzt nochmal. Deswegen gehen wir wieder nach Viereck. Dann ist er auch schon besiegt. Okay, zumindest den Schatten gehört und den Recuperator. Welches benutze ich denn davon? Schlagwellen, glaube ich. Alles vorbereitet. Ich benutze gar keinen davon, das also bringt das schon mal gar nichts. So. Ne, Schachzug brauche ich nicht. Ja. Leider wieder keine Items bekommen, dafür aber wieder zwei neue Medien auf 278. Kann man so mitnehmen, kann man brauchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.